Oh, oh, das war knapp gewesen. Ich habe schon Schild gedrückt, weil eben, man muss bei Darkpit immer mit der Downbeat rechnen. Zachary, genau, der Fritz weiß Bescheid, ja. Eben der Zachary hat so den Pit wieder populär gemacht. Kann ich auch verstehen, weil wenn man halt einen krassen Spieler mit so einem interessanten Charakter sieht, hat man natürlich auch selber drauf Bock, die ganzen Tricks und so nachzumachen, die er auch macht. Nicht so die Möglichkeiten, das großartig zu mix-upen, ne? Kann man eigentlich immer gut abfangen. Nein, das spiked natürlich nicht, ja. Oh, oh, vielleicht habe ich hier nochmal meine Chance. RIP, Alter. Ja, was geht hier eigentlich auf Stage ab, ey? Ganzen Futsuits. Und, Becker? Ja. Darauf habe ich jetzt gerade ein bisschen gefischt. Das killt halt schon richtig früh. Aber natürlich gemacht. Und Mega Man, auch ein Charakter, den ich schon nicht mehr gesehen habe. Interesting Matchups hier. Direkt schon mal 51% gemacht. Alles klar, Mann. Das geht heute wieder gut los hier. Ja. Kein Rollaway vom Chartshot. Und, Alter, direkt in die Bäcke rein. Okay. Auch wenn ich jetzt aktuell nur 6 Stunden Spielzeit habe, kann ich eben, ich habe ja auch schon einen Tweet rausgehauen, kann ich sagen, das ist einfach unglaublich spaßig. Und natürlich werde ich nach dem Stream direkt auch weiter suchen. Weil es ist einfach zu gut. Genauso wie diese Combo hier. Komm. Ah, no. Ich wollte ihn noch retten, dann noch ein bisschen mehr mit ihm machen. Dass das fast killt, ist ja crazy, Alter. Aber es hat manchmal so gefährliche Kombos, wenn man sie rankommen lässt. Oh, oder es passiert einfach sowas, ey, mit der eigenen Bombe geschmixt. Als ob. Clean unterwegs hier. Ja, das war's dann auch mal wieder. Lieferanten können doch gar nicht so viel falsch machen, oder? So, hä? Weiß nicht, was da abgeht. Oh, Kevin ist am Start. Nice. Ist aber so, Kevin, wenn das so weitergeht und du in jedem Stream vorbeischaust, dann können wir das First to Ten echt bald schon wieder wiederholen, ne? Richtig cool. Weil eben, so wie das gelaufen ist, da würde ich natürlich gerne nochmal eine Chance geben. Ja, das hat er gut gemacht. Ich konnte jetzt keinen Chartot schießen. Und er hat sogar recovered, wobei es ist noch nichts entschieden hier. Ja, der Down Smash, vor allem der Backhit, ne? Ich habe mich extra umgedreht. Der killt halt noch früher. Oh, unglaublich, wirklich unglaublich. Bin im Zelda-Fieber, hab Urlaub genommen dafür. My man, Alter. Einfach genau richtig gemacht. Ey, ich wünschte, ich hätte auch noch Urlaub offen, den ich richtig nehmen könnte. Dann hätte ich mir bestimmt auch freigenommen. Das ist einfach zu nice, wirklich. Kommt der Sniper. Mach aber nicht denselben Fehler und spiel mit Mods auf diesem Nintendo Online-Turnier. Ja, also aus dem Fehler habe ich auf jeden Fall gelernt, Mann. Das wird natürlich nicht mehr vorkommen. Es müsste jetzt auch schon bald wieder soweit sein für ein Nintendo-Turnier, bin ich ehrlich. Weil eben das, wo ich gebannt wurde, lief ja vor ungefähr einem Monat. Es lief entweder im Mai oder im Juni. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Ist er tot? Nice. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was für ein Monat es war. Entweder Mai oder Juni. Boah, fast die Triple Down bekommen, ey. Aber die Kombo ist, die geht steil. 50%. Oh, der Sheep Break. Okay, mal gucken. Kriegen wir es jetzt hin, meine Freunde? Kriegen wir es hin? Ja, wir kriegen es hin. Naja, das Schild war ja fast nicht mehr existent. Da reicht dann auch so ein kleiner Hit. Das war mir schon klar. Aber ist trotzdem gerade knapp hier, ne? Okay, hier eine Bombe für dich. Oh, noch in die Bombe reingetreten. Aber nice recovered. Sehr risky auf jeden Fall. Und der Abschluss trifft. Nice. Jump Callout. Und es hat halt auch direkt so gezeigt, was die Switch halt drauf hat, ne? Wie gut es aussieht und so. Oh shit, kriege ich noch eine Abi rein? Die Frage ist, komme ich noch zurück? Yo, no way, Junge. Let's go, Mann. So kann man den Stock auch mal beenden. Einfach nur ab, ja. Oh mein Gott, Junge, was ist denn jetzt auf einmal hier los, ey? Holy shit.
Okay, das sieht aber schon mal gut aus hier. Man muss halt auch sagen, alles, was ihm geschieht, ne, ist einfach gerechtfertigt, weil er King Hyrule spielt. Normal. Let's go. Nicht janken lassen. Nice Attack. Oh, der Parry. Boom. Let's go, Junge. Wir in this. Jetzt einfach an der Kante aufpassen, dass er mich nicht jankt oder sowas. Das will ich jetzt nicht. Guck mal, wenn du jetzt stirbst, absolut verdient. Komm. Justice existiert noch, Leute. Er ist einfach bei 0% gestorben. Genauso wie er mich auch bei 0% gekillt hat. Alter. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Nice, let's go. Was? Wie? Mein Freund, wie hast du das überlebt? Weg mit dir, Junge. Was? Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann wirklich nicht dein Ernst sein, mein Freund. Wie fett willst du noch sein, King Karol? Ich frage dich, wie fett willst du noch sein? Oh mein Gott, Junge. Alter, was ein Punish. Alter, er hat einfach einen Move verfehlt. Direkt tot. Das schmeckt. Das schmeckt richtig, Alter. Auf das Advantage hast du dich gerne mal überrennen lassen. Vielleicht ein bisschen mehr Schild und Parries noch einbauen. Aber sonst kann ich jetzt echt keine großartigen Tipps hier geben. Alles klar. Die Abwehr gehen rein. Oder auch nicht, Junge. Einfach keinen Bock mehr zu connecten hier. Alter. Dieser Footstool. Ey, er kommt gerade gar nicht so ran, ne? Zu aggressiv hier. Komm, den Kreise geben wir uns auch noch. Jetzt eine nice Kreise-Kombo, habe ich gehört. Ja, so wie dazu. Geht ab. Chi-chi! Weg mit dem Canyon. Alter, mit Ner gekillt. Das war ja clean. War trotzdem eben mit mir. Während das muss ich richtig mit meinem Main reinschützen, damit es hier was wird. Aber gut, ich habe ihn. Das war ein bisschen Janko Manko. Aber er wollte, glaube ich, ein bisschen zu viel. Er ist nicht für einen guten Finisher gegangen, sondern für einen Style-Finisher, ne? Der B-Button, Alter. Glück gehabt. Schade, ich dachte, er rollt. Okay, war da zu viel. Alter. Eliminiert, würde ich sagen.
to the fucking G. Der Free Oa, Alter. Über den ersten Seed. Schmeckt äußerst köstlich, Alter. Wie so ein richtig feines Steak schmeckt das. Das gibt's nicht, Junge. Das könnte wehtun. Sehr schön. Er kommt nicht mehr zurück. Let's go. Jetzt habe ich mal einen Shield Gadget gehabt. Das war ordentlicher Damage. Oh mein Gott, Junge, ja. Ich sag ja, hier wird sich einfach gegenseitig zerfetzt, ne? Es ist wie immer. Ja, manchmal so Momente, wo er richtig hart reinfetzt, Alter. So voll schnell am Spielen und so. My honest reaction. That's rough, buddy. Ich hab einfach Tilted Tuesday gewonnen, weil sich mein Gegner auf dem letzten Stock SD'd hat. Ja, let's go, würde ich sagen, Junge. Most Hype Ende jemals. Trotzdem well played, man. Joa, das fühlt sich weird an, Alter, weil ich dachte wirklich, der holt jetzt das Reset so, ne? Und dann sowas. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. Aber we take those, Junge. We take those. Tilted Tuesday über Fairy Seal und Sir John gewonnen. Erster Platz. Langes her. Langes her, seit ich mal wieder Erster wurde. Geil, Mann. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und ja. Auf jeden Fall richtig cool, dass ihr hier alle den Run supportet habt. Vor allem eben so Leute wie Larius und Pumli, die waren eigentlich durchgehend da. Richtig, richtig fresh. Splash Mage hat auch nochmal vorbeigeschaut und Seffi auch nochmal zum Schluss, ne? Sehr, sehr cool, Mann. Hat heute wirklich wieder richtig viel Spaß gemacht. Das Ende hätte natürlich besser sein können, aber passiert, ne? Ich habe mich ja auch schon ab und zu mal SD'd. Vielleicht war es für ihn einfach zu anstrengend oder so. Und er war mit dem Kopf nicht mehr ganz so dabei. Who knows? Cause we're one step closer.